Wir haben diesen netzpolitischen Jahresrückblick für euch gemacht, um euch zu unterhalten, aber auch Einblicke zu geben, wie wir als Redaktion arbeiten, auch in diesen Zeiten, ja, wo wir Anfang des Jahres eigentlich nur dachten, der Schwerpunkt in diesem Jahr liegt auf noch mehr Überwachungsgesetze verhindern, eine große Koalition auf der Zielgeraden dieser Legislaturperiode, eine EU-Kommission, die anfängt, sich warm zu laufen und Gesetze auf den Weg bringt. Dann kam die Corona-Pandemie, vollkommen neue Themen. Viele sind durchgedreht. Wir haben aber ja, einen kühlen Blick auf die wichtigsten netzpolitischen Themen behalten. Mit unserer Kombination aus investigativer Recherche viel erklären, einordnen und auch immer ein Gespür dafür zu haben, welche Themen wichtig sind, um gesellschaftliche Mehrheiten für eine lebenswerte digitale Gesellschaft zu schaffen. Insofern wünsche ich euch jetzt viel Spaß bei Kommentarlesung, Einblick in unseren Redaktionsalltag, die Themen des Jahres und noch ein bisschen mehr Spiel und Spaß dazu. Viel Spaß! Und damit herzlich willkommen zum Jahresrückblick von netzpolitik.org. Mein Name ist Ingo Dachwitz und ich bin euer Reisebegleiter für diese Tour durch das Netzpolitikjahr 2020. Wir haben einiges vor in der nächsten Zeit. Wir werden einen Blick werfen auf einige Recherchen aus dem Jahr 2020. Natürlich nicht auf alle, denn dafür reicht die Zeit hier nicht. Es wird einen Blick hinter die Kulissen geben und auf die Finanzen von netzpolitik.org, einen Überblick über die wichtigsten netzpolitischen Themen und Debatten des Jahres und, das mögen wir besonders gerne, eine Lesung der besten, lustigsten und absurdesten Kommentare aus diesem Jahr. Wenn es euch so wie mir geht am Ende dieses Jahres 2020, dann könnt ihr das Corona-Thema nicht mehr hören. Ich kann euch versichern, es wird nicht das einzige Thema dieser Sendung sein. Natürlich können wir gar nicht anders, als auch über die Covid-19-Pandemie und ihre netzpolitische Dimension zu sprechen. Aber es wird auch um sehr viel anderes gehen. Ihr werdet das ein oder andere bekannte Gesicht aus unserem Team sehen, aber auch die ein oder andere Kollegin, die noch nicht so häufig zu sehen waren. Genau damit geht's jetzt los. Stefanie Tadaska ist unsere Geschäftsführerin und schon seit einigen Jahren bei uns im Team, aber eben selten zu sehen, selten zu hören in der Öffentlichkeit. Das ändert sich jetzt. Stefanie gibt einen Überblick über die Orga und die Finanzen im Jahr 2020 von netzpolitik.org. So viel kann ich an dieser Stelle schon mal sagen. Als spendenfinanzierte Organisation im Jahr 2020 unterwegs zu sein im Pandemie war durchaus aufregend. Deshalb freue ich mich jetzt sehr auf diesen Rückblick auf die Finanzen. Hallo ihr lieben Menschen da draußen am Bildschirm, ich bin Stefanie und ganz viel von dem, was ihr jeden Monat gebt, kommt bei mir am Ende auf dem Bildschirm an und zwar in Form von Spenden. Und deswegen war es irgendwie mal ganz angebracht, euch mal mitzunehmen in diese Welt, was diese Finanzen und Zahlen eigentlich bedeuten. Und Finanzen und Zahlen, das ist jetzt nicht unbedingt sofort das Rockstar-Thema unter den Themen bei Netzpolitik.org, aber am Ende geht es halt schon um viel, viel mehr als um Zahlen und Tabellenkalkulationen. Sondern es geht darum, dass man schon Verantwortung hat für alle Menschen, die hier arbeiten. Dass man ihnen die Sicherheit gibt, dass sie eben ganz normal ihren Job machen können, dass sie sich um nichts anderes kümmern müssen. Wir haben im Januar natürlich unseren Budgetplan gemacht, alles war kalkuliert, berechnet. Wir sind mit großer Motivation gestartet und dann auf einmal Ende Februar und dann Anfang März auf jeden Fall eine Pandemie ist da. Was ist jetzt? Können wir noch an dem festhalten, was wir uns am Anfang des Jahres vorgenommen haben? Und wir hatten viele schlaflose Nächte und haben hin und her überlegt, was wir jetzt tun. Drehen wir alles auf Null? Machen wir nur noch das Minimum? Irgendwie investieren wir in nichts und schaffen uns nichts Neues an? Oder ziehen wir unseren Plan durch und gucken erstmal, was passiert? Wir haben uns dann für Letzteres entschieden. Wenn es irgendwie scheiße läuft, dann können wir immer noch was korrigieren, aber jetzt direkt alles zu stoppen, ist vielleicht auch ein Fehler. Und dann haben wir natürlich jeden Tag geguckt, okay, wie sind die Spendeneingänge? Und März, April lief dann solide. Es war so der erste Moment des Aufatmens, dass es auf jeden Fall jetzt noch nicht einen krassen Absturz gibt. Und dann zog sich das Jahr weiter und der Sommer fing an. Und es war der 30.06., als ich meinen Laptop aufklappte und die Zahlungseingänge checkte. Und dann waren auf einmal 15.000 Euro mehr auf dem Konto und es war die Spende einer Einzelperson. Und das ist natürlich immer ein krasses Gefühl, wenn sowas passiert. Das passiert nicht so häufig bei Netzpolitik, sondern vielleicht so einmal im Jahr. Und dann, zwei Wochen später, passiert es auf einmal das zweite Mal. Noch eine Person, die uns 14.000 Euro spendet.
Denn wir hatten tatsächlich auch schon mal den Fall, dass uns eine Person versehentlich 25.000 Euro überwiesen hat. Eigentlich wollte sie nur 250 Euro spenden. Wir haben das dann ganz unkompliziert gelöst und die Person hatte ihr Geld wieder und hat am Ende dann 400 Euro gespendet. Und das sind dann auch immer diese schönen Momente, in denen ich dann auch in meiner Funktion zeigen kann, dass das, was Netzpolitik den ganzen Tag nach außen postuliert, eben diese Welt besser machen zu wollen, nicht nur eine Phrase ist, sondern eigentlich in jedem Moment unseres Handelns hier stattfindet. Und das sind dann auch diese schönen Momente, in denen man eben mit unseren Spendern und Spenderinnen in Interaktion tritt. Auch wenn meistens natürlich der erste Anlass ist, dass irgendwas schiefgelaufen ist, ist es dann doch immer schön, miteinander zu schreiben. Mit manchen habe ich schon seit Jahren jetzt E-Mail-Verkehr und es gibt Insider-Witze und einige Leute schreiben uns auch ganz süße Briefe und geben sich viel Mühe. Da steht drauf, liebes Netzpolitik-Team, ihr seid perfekt. Und das freut einen natürlich unglaublich, wenn dann aus diesen Zahlen auch tatsächlich Menschen werden. Und in jedem dieser Momente merkt man auch einfach, wie viel Glück wir mit unserer Community haben. Gerade in diesen krassen Monaten jetzt seit März, in denen irgendwie alles ungewiss war, was passieren wird, konnten wir uns auf unsere Community verlassen. Und es ist am Ende sogar noch viel besser geworden, als wir uns das jemals gedacht hätten. Also es sind mehr Menschen dazugekommen, die uns unterstützen. Und die Zuverlässigkeit ist einfach da. Diese Tausenden von Leuten, die einfach trotz allem uns unterstützen. Und ich glaube, das vergisst man auch manchmal im Alltagsstress und auch so in Konfliktsituationen, die es natürlich auch bei uns gibt, was für ein... besonderes Projekt das hier eigentlich ist. Und jetzt gerade ist das Licht ausgegangen, aber ja, ich würde sagen, wir machen einfach weiter. Ja, alle stecken ganz, ganz viel hier rein. Also ob das jetzt erwünscht ist, gerade hinter der Kamera, der gerade verzweifelt, weil das Licht gerade ausgegangen ist, oder jeder andere Einzelne hier. Das ist halt einfach mehr als Erwerbsarbeit, was wir hier tun. Hier steckt ganz, ganz viel drin. Dann ist es natürlich umso schöner zu wissen, da gibt es ganz, ganz viele Leute, die das richtig finden, was man tut, die das gut finden, was man tut und die das auch unterstützen wollen. Ich freue mich schon auf die nächste Party, die hoffentlich nächstes Jahr stattfindet, mit allen Menschen, die hier arbeiten, aber natürlich auch mit allen Menschen, die uns unterstützen vielleicht. Und kann es eigentlich kaum erwarten, endlich wieder diesen Moment zu haben. Und in diesem Sinne, Prost, bis zum nächsten Jahr. An dieser Stelle darf natürlich eins nicht fehlen und das ist der Aufruf, bitte unterstützt unsere Arbeit, bitte spendet. Netzpolitik.org ist ein spendenfinanziertes Medium. Nur dank der Unterstützung unserer Leserinnen und Leser können wir unseren investigativen Journalismus, können wir unsere Recherchen überhaupt erst machen. Deshalb vielen Dank an alle, die uns unterstützen, jetzt schon, und vielen Dank an euch, wenn ihr es jetzt erwägt oder jetzt auch gerade schon tut. Vielen Dank für diese Unterstützung. Sie ermöglicht es, dass wir auch wachsen können bei Netzpolitik.org. Das sieht man zum Beispiel ganz konkret an der Arbeit von Daniel Laufer. Daniel ist ein Kollege, der im letzten Jahr zu uns gekommen ist und ja, mit der ein oder anderen Recherche wirklich für Aufmerksamkeit gesorgt hat. Freue mich sehr, dass er jetzt davon erzählt, wie sein erstes Jahr bei Netzpolitik.org war und was ihn in seiner Arbeit antreibt. Ich bin jetzt hier seit einem Jahr. Ich war davor in Freiburg im Breisgau, habe dort 3 Jahre beim Regionalfernsehen gearbeitet und dann 5 Jahre bei der Badischen Zeitung und hatte Lust, über netzpolitischere Themen zu schreiben, habe mich viel mit Rechtsextremismus im Netz und dergleichen beschäftigt und das ist natürlich was ich jetzt hier in Berlin viel eher machen kann, als dort auf lokaler Ebene möglich war. Ich habe das teilweise dort gemacht, aber natürlich nicht in dem Ausmaß, weil ich noch andere Aufgaben hatte. Ich war beispielsweise für Social Media zuständig, habe dementsprechend auch dort die entsprechenden Kanäle dann lange Zeit beobachtet. Ich weiß auch, was dann dort los ist zu bestimmten Themen. Und natürlich war dann auch die Frage irgendwie, woher kommt denn dieser ganze Hass, der dann zu bestimmten Themen immer wieder an die Oberfläche gespült wird. Gibt es da irgendwelche Strukturen hinten dran, irgendwelche Muster, die man weiterverfolgen kann? Was für Leute sind das, die den so unkontrolliert ins Netz kippen, kann man sagen? Und dieser Frage nachzugehen, ist natürlich was mich da sehr interessiert hat, was ich jetzt versuche, hier eher zu tun. Das kann man so sagen. Also es heißt ja immer, never read the comments.
Aber das war dann leider keine Möglichkeit, weil irgendjemand musste sie ja moderieren. Ich war ja ein bisschen spät dran mit diesem Stereotypen nach Berlin ziehen. Ich habe das gemacht, da bin ich gerade 30 geworden. Und jetzt kann man auch sagen, dass dieses erste Berlin-Jahr ziemlich schräg war, weil es vergingen vielleicht 4 Monate und dann hatten wir eine Pandemie, die so weit die solche Ausmaße hatte letztendlich, dass ich über Monate hinweg eigentlich nur von zu Hause gearbeitet habe. Und das ist letztendlich auch der Zustand. Also man steht auf, setzt sich an den Computer, fängt an zu recherchieren, irgendwann geht man wieder ins Bett. Das ist ein sehr schräges Jahr, das kennen sicherlich auch viele der Leute, die uns lesen, aber sicherlich nicht das, was man erwartet, wenn man in eine andere Stadt zieht und denkt, dass man jetzt irgendwie was ganz Neues erlebt. Und dann sitzt man doch nur die meiste Zeit zu Hause und tippt. Irgendwie bin ich bei diesem Themenkomplex um Verschwörungsmythen gelandet. Das hat im Endeffekt damit angefangen, dass kurz bevor die Pandemie uns hier in Deutschland erreicht hat, es diesen rechtsextremistischen Terroranschlag in Hanau gab und ich dann über einen YouTuber berichtet habe, der Verschwörungsmythen zu diesem Anschlag verbreitet hat, unbelegte Gerüchte im Netz weitergeteilt hat und seine FollowerInnen. Und dann hatte ich mir mal angeschaut, warum macht er sowas? Ich hatte den damals angerufen, er war ein bisschen überrascht, dass ich ihn ans Telefon bekommen habe, weil er nicht wusste, dass seine Nummer im Netz stand. Übrigens, Tipp, vielleicht die Nummer auch nicht ins Netz zu schreiben, wenn man nicht erreichbar sein möchte an dieser Stelle. Und so bin ich irgendwie zu diesem Thema Verschwörungsmythen gekommen, nachdem ich mich davor in erster Linie mit Rechten auseinandergesetzt hatte und rechter Desinformation. Und dann kam die Pandemie und damit natürlich eine riesige Welle neuer Verschwörungsmythen, die wirklich viele Menschen in irgendeinen Bann gezogen zu haben scheinen. Also man hat ja gesehen, wie viele Menschen dann teilweise da auf den Straßen unterwegs waren, die den größten Unsinn geglaubt haben letztendlich, also irgendwie unbelegten Behauptungen, die irgendjemand im Netz gestreut hat, irgendwelche wissenschaftlichen Missverständnisse aufgeblasen zu nationaler Tragweite letztendlich und das dann zu zigtausenden, meinetwegen vor der Siegessäule in Berlin vorgetragen auf einer großen Bühne. Das sind schon Dimensionen, die ich so davor nicht erwartet hätte. Und das ist natürlich die Bewegung, zu der ich dann auch viel recherchiert habe. Wir haben uns beispielsweise auch mal angeschaut, welche Geldflüsse es da in dieser Bewegung gibt. Wir festgestellt haben, dass es viele Initiativen gibt in diesem Umfeld, die Spenden sammeln, beziehungsweise die dazu aufrufen, ihnen Geld zu schenken. Und die Frage ist natürlich, wo geht eigentlich dieses ganze Geld hin? Naja, wir sind beispielsweise auf eine Initiative gestoßen namens Das Volk gegen Corona. Stellt sich raus, diese Initiative ist gar nicht wirklich gegen Corona, die ist gegen die Corona-Schutzmaßnahmen. Also im Endeffekt planen die beispielsweise den Virologen Christian Drosten zu verklagen oder das Robert-Koch-Institut, weil die ihrer Ansicht nach die Regierung falsch beraten hätten. Sie behaupten, sie wollen die verklagen. Man weiß natürlich nicht so genau, welche Absichten sie wirklich haben. Das ist das, was sie vorgeben. Und das Interessante ist, dass diese Initiative auf ihrer Website verspricht, sie schaffe maximale Transparenz. Und als wir angefangen haben, mal ein bisschen nachzuforschen, haben wir festgestellt, keine einzige unserer Fragen wurde durch die Hinterleute dieser Initiative direkt beantwortet. Es gibt eine mutmaßliche Briefkastenfirma in den Niederlanden, die wir gefunden haben. Es gibt mehrere Auslandskonten, unter anderem in Belgien, auf denen Spendengelder eingehen. Und wenn man sich dann eben erkundigt, hey, warum macht ihr das eigentlich? Was soll denn das? Warum habt ihr extra eine Firma in Holland gegründet, nur um eine Initiative für so eine Klage letztendlich auf den Weg zu bringen? Dann reagiert man sehr ablehnend uns gegenüber. Wir wurden mit Anwälten bedroht. Eine Person, die bei dieser ganzen Sache beteiligt war, hat zu uns gesagt, sie wartet jetzt darauf, dass wir einen Fehler machen und dann wolle sie aus allen Kanonen schießen. Jetzt kann man sich natürlich überlegen, was das heißt. Wir sind auch sehr gespannt. Das ist eben dann auch so ein Abgrund, glaube ich, in dem man da runterblickt, wenn man sich mal anguckt, wie da manche Leute vor dem Hintergrund dieser Pandemie agieren, die letztendlich ja wollen, dass andere Leute ihnen Geld anvertrauen.
Also man kann es ein Stück weit, glaube ich, übertragen auf das, was 2015 passiert ist, als sehr viele Geflüchtete nach Deutschland kamen. Als es so einen Peak gab sozusagen, hat man gesehen, dass bestimmte Themen natürlich stärker stattgefunden haben und mehr Menschen sich dafür interessiert haben und dann vielleicht auch rassistische Weltbilder dadurch geprägt wurden. Das hat inzwischen vielleicht ein bisschen abgenommen im Sinne von der Konzentration, die es im Moment nicht mehr so sehr auf dieses Thema gibt. Aber der Rassismus ist natürlich auch damals dann da geblieben. Der war auch nicht neu damals, aber er ist stärker in der Gesellschaft, glaube ich, an der Oberfläche geblieben. Wir haben eine Partei im Bundestag mit PolitikerInnen, die sich teilweise offen rassistisch äußern. Das heißt, das ist hängen geblieben aus dieser Zeit, kann man sagen. Und ich denke, so ein bisschen wird es auch sein nach der Pandemie, weil sehr viele Menschen, kann man sagen, ein großes Misstrauen gegenüber dem Staat haben, nochmal auf eine andere Art. Und das jetzt über Monate hinweg gefüttert wurde, auch aufgebaut, ausgebaut wurde, wie man es nennen möchte. Und ich glaube nicht, dass am Ende der Pandemie das in irgendeiner Form dann schlagartig abnimmt. Natürlich so dieser treibende Faktor wird in dem Moment verschwinden, in dem die Maßnahmen nicht mehr in Kraft sind, also in dem Menschen keine Beschränkungen mehr haben, wie sie sich im Alltag verhalten müssen und dergleichen. Sie müssen dann keine Masken mehr tragen und so weiter. Sie können wieder Freunde und Verwandte und so weiter treffen. Das heißt, man wird dann schon einen Unterschied merken. Und trotzdem wird bei vielen, glaube ich, so eine gewisse Entwicklung, die jetzt stattgefunden hat, durchaus hängen bleiben. Und dementsprechend ist es auch eine beunruhigende Entwicklung. Man wird das nicht schlagartig wieder loswerden, wenn diese Menschen erstmal auf diese Verschwörungsmythenebene angekommen sind. Und dazu kommt natürlich, wenn die jetzt über Monate hinweg so ein Weltbild aufgebaut haben, wo sie glauben, dass, das tun die ja teilweise, Bill Gates weiß der Himmel was im Hintergrund steuert und die Regierungen alle nur gegen sie arbeiten und irgendwelche Geheimpläne geschmiedet werden, wenn die jetzt wirklich drin sind in diesem Verschwörungsglauben, dann macht das ja auch was mit denen. Und dann wird über kurz oder lang sehr viel in ihrem Leben, denke ich, sehr schnell auf vermeintliche Verschwörungen abgeschoben werden. Okay, ihr merkt schon, ganz ohne Corona-Content geht es natürlich nicht bei diesem Jahresrückblick. Man kommt einfach nicht an diesem Thema dran vorbei. Es ist mit Corona ja so ein bisschen wie mit dem Innenminister in der Netzpolitik. Haben wir uns nicht ausgesucht, könnten wir gut drauf verzichten, aber er ist jetzt nun mal da. Und wenn ihr das jetzt schon platt fandet, dann seid froh. Die Alternative für diese Zwischenmoderation wäre nämlich gewesen, dass ich versuche, irgendwelche TikTok-Challenges zu imitieren. Und glaubt mir, das hättet ihr erst recht nicht sehen wollen. Unbedingt sehen wollen wir jetzt aber meine Kollegin Chris Köver, denn diese hat im vergangenen Jahr mit bahnbrechenden Recherchen zur Plattform TikTok auf sich aufmerksam gemacht. Über diese Recherchen, über die Erkenntnisse, über das politische Ringen auch um die Plattform TikTok und über ihre Arbeitsbedingungen im Corona-Jahr erzählt uns Chris im nächsten Beitrag mehr. Hallo Chris, das ist jetzt hier gerade der dritte Anlauf für unser Gespräch. Du bist seit März auch im Homeoffice und zeitgleich mit Kinderbetreuung beschäftigt. Vor welchen Herausforderungen stehst du im Arbeitsalltag noch so und wie geht's dir so? Ja, also zeitgleich ist echt das Stichwort. Ich habe jetzt gerade auch wieder eins der Kinder hier rumrennen, das jederzeit diese Aufnahme auch crashen könnte gleich. Das vergangene Jahr war einfach der absolute Wahnsinn. Also es war wirklich, ich erinnere mich an eine Situation, wo ich während dem ersten Lockdown eskalierte ja diese ganze Debatte um die Corona-Warn-App, die damals noch nicht Corona-Warn-App hieß. Es gab aber schon die Diskussion um welche Art von Tracing, Kontakt-Tracing eben Deutschland verwenden sollte und die ganze Debatte um den Datenschutz, die damit einherging. Und ich habe da ziemlich intensiv fast täglich drüber berichtet und habe mit den Protagonistinnen und Protagonisten telefoniert. Und an irgendeiner Stelle war es wirklich so, dass ich links ein Kind auf dem Arm hatte und mit der rechten freien Hand den Beitrag getippt habe. Das werde ich nie vergessen, diese Situation. Ich habe wirklich... genau so.
Ich hielt links das Kind und habe mit der rechten Hand den Beitrag getippt. Und das war tatsächlich auch so, also ich hatte noch einigermaßen Glück. Ich habe einen Partner, der auch mit sich um die Kinder gekümmert hat. Ich habe meine Mutter, die teilweise die noch ein paar Stunden am Tag betreut hat. Es war trotzdem extrem und es war für mich auch eine ziemlich, nicht nur für mich, für viele andere Leute mit kleinen Kindern, mit denen ich gesprochen habe, aber wirklich eine echt existenzielle Erfahrung, die dann mit auch totalen Ausschlägen verbunden war. Es war einerseits der totale Höhenflug. Ich glaube, eine Zeit lang, also die ersten paar Wochen, habe ich mich gefühlt, als wäre ich in so einem, weiß nicht, als hätte ich Superkräfte und habe eben genau dieses, ich halte links das Kind und tippe mit rechts. Und dann kam aber auch tatsächlich nach ein paar Wochen der Crash und irgendwann habe ich gemerkt, es geht einfach nicht mehr, ich konnte nicht mehr und war dann tatsächlich auch für ein paar Wochen krankgeschrieben und habe wirklich gemerkt, ich halte es in dem Tempo einfach nicht durch, eben in einer Situation, wo völlig unklar war, wie lange das ja auch noch anhalten würde mit geschlossenen Kitas und so weiter, dann tatsächlich auch das Arbeitspensum aufrechtzuerhalten. Und es ging mir aber auch echt ganz schön an die Nieren, weil ich gleichzeitig eben Vollblutjournalistin bin und in so einer Nachrichtenlage, in der sich die Ereignisse überschlagen, will man natürlich auch am Start sein. Also ich glaube, die Zerrissenheit, die ich auch sonst an vielen Stellen spüre, eben zwischen dieser Mutterrolle und meinem Job, die wurde da so deutlich wie vielleicht bisher noch nie. Extremsituation. Chris, wir halten dir den Rücken frei. Yeah. Aber kommen wir mal kurz, kommen wir zu deinen Recherchen. Man kann schon ein bisschen spoilen. Du hast dieses Jahr für Aufsehen gesorgt, bist in vielen Medien zitiert worden. Und jetzt auch mit einem Preis ausgezeichnet worden. Erzähl doch mal davon. Ja, ich bin quasi zur TikTok-Expertin geworden. Das ist jetzt auch schon seit einer ganzen Weile so. Angefangen hat es mit einer Recherche, die ich noch mit unserem Kollegen Markus Reuter zusammen gemacht habe, Ende vergangenen Jahres. Da ging es langsam los, dass TikTok immer sehr schnell gewachsen ist und auch zunehmend öffentlich in Aufmerksamkeit war. Und parallel hatten wir die sehr glückliche Situation, dass eine Person, die internen Zugriff oder Einblick in die Moderationsregeln von TikTok hatte, sich entschieden hat, als Whistleblower an die Öffentlichkeit zu gehen, nachdem eben die Kritik, die diese Person hatte, intern nicht angenommen wurde, nicht gefruchtet hat. Und wir dadurch exklusiven Einblick in interne Regeln von TikTok hatten, die bis dahin so nicht öffentlich waren. Und daraus haben wir dann eine ganze Serie von Artikeln gemacht zu politischer Zensur auf TikTok, was damals eben schon sehr viel im Gespräch war, weil das ja auch rund um die Zeit war, als die Proteste in Hongkong eskaliert sind und viele sich damals auch schon wunderten, warum auf TikTok eben so wenig davon zu sehen ist, obwohl die App damals in Hongkong auch verfügbar war. Und es ging eben diese ganze Debatte los, was mit politischen Inhalten auf TikTok, wird das womöglich zensiert? Und auf einmal hatten wir tatsächlich, quasi schwarz auf weiß, konnten wir durch unsere Recherchen Beweise dafür liefern, dass in den internen Moderationsrichtlinien, die eben TikTok den Moderatorinnen und Moderatoren vorgelegt hat, also quasi deren Arbeitsbuch, wonach dem sie sich richten sollten, wirklich sehr konkrete Anweisungen dafür drin standen, dass sie politische Inhalte, zum Beispiel Kritik an Politikerinnen und Politikern, einfach auf der Seite verstecken sollten. Nicht löschen, aber verstecken, über sogenanntes Shadowbanning dann dafür sorgen sollten, dass diese Videos eben möglichst wenig Aufmerksamkeit bekommen, möglichst wenig Publikum bekommen und dadurch eben quasi unsichtbar gemacht werden auf der Plattform. Das war eben dieser Artikel hat auch schon für einige Aufmerksamkeit gesorgt, richtig eingeschlagen, ist dann aber womöglich noch der nächste Beitrag, den wir danach gebracht haben, weil uns das damals auch in der Recherche, im Gespräch mit mit der Person auch schon sehr beeindruckt hatte, dass da ging es um die internen Mobbing-Guidelines. Also wie geht TikTok als Plattform mit Nutzerinnen und Nutzern um, die eben gemobbt werden auf der Plattform oder von denen sie fürchten, dass sie gemobbt werden könnte. Und dort gab es eben intern ganz klare Anweisungen, dass man auch diese Personen, nämlich solche, die Menschen mit Behinderungen zum Beispiel oder Menschen, die auch einfach stark übergewichtig sind oder Deformationen haben, dass man diese Menschen per se auf der Plattform auch verstecken sollte.
Also auch hier wieder, ohne dass sie das mitbekommen haben. Und was daran eben uns auch damals, also was uns sofort aufgefallen ist oder was ja eigentlich so bemerkenswert daran ist, ist eine interne Policy zu haben, wo klar wird, man geht nicht gegen die Täterinnen und Täter vor. Man versucht gar nicht erst, die abzustrafen, sondern quasi der Quickfix für dieses Problem, das TikTok dann ja erkannt hat, dass Menschen eben auf der Plattform Gewalt ausgesetzt sind, wurde dadurch behoben, dass sie einfach beschlossen haben, naja, dann verstecken wir quasi die Menschen, dann werden sie womöglich weniger gemobbt. Und dieser Beitrag ist dann tatsächlich sehr rumgegangen und ist auch international dann von anderen Medien in Großbritannien, USA und rund um die Welt auch aufgegriffen worden. Hallo Chris, zurück. Auch daran mussten wir uns in der Pandemie gewöhnen. Ab und zu mal technische Probleme, da ist die Verbindung abgebrochen. Wir waren bei TikTok stehen geblieben. TikTok hat uns das ganze Jahr nicht losgelassen. Wie ging es denn für dich weiter? Gab es irgendwelche Follow-ups noch? Ja, es gab sehr viele Follow-ups. Die Recherche ging weiter, leider dann ohne den Kollegen Markus Reuter, der dann sich ins Sabbatical verabschiedet hat. Dafür aber, und das war auch ziemlich cool, haben sich ziemlich viele Zusammenarbeiten mit anderen Kolleginnen, Journalistinnen, Journalisten international ergeben. Teilweise haben wir dann eine Recherche zusammen mit dem dänischen Rundfunk gemacht. Da ging es um die Altersbeschränkung von TikTok beziehungsweise die fehlende Altersbeschränkung, denn laut eigenen Regeln von TikTok darf man die App, ist die App eigentlich für Leute ab 13 gedacht. Und gleichzeitig haben wir aber nachgewiesen, dass es intern bei TikTok eben, ja, die auch dort die Anweisung gab, eben Nutzerinnen unter 13 zwar zu markieren, die Accounts aber eben nicht zu suspendieren oder zu löschen, sondern auch dort einfach wieder sie in der Sichtbarkeit zu unterdrücken. Mal ganz abgesehen davon, dass es eigentlich laut Datenschutzgrundverordnung in der EU ohnehin bis zum Alter von 16 Jahren eigentlich das Einverständnis der Eltern eingeholt werden müsste zur Datenverarbeitung. Also es ist alles auf jeden Fall noch ein großer Themenkomplex in dem Zusammenhang. Aber was ja dann eigentlich richtig durch die Decke gegangen ist, ist diese ganze Auseinandersetzung in den USA um ein Verbot von TikTok, dieser Streit mit Trump. Und auf einmal ist wirklich etwas passiert, das auch wir im vergangenen Jahr oder überhaupt nicht haben kommen sehen, dass TikTok nämlich zu einer Art geopolitischem Spielball geworden ist und diese absurden, teilweise dann absurden Anschuldigungen auch kamen, dass eben Trump und seine Regierung angefangen haben, die App tatsächlich als chinesisches Spionagetool zu zeichnen. Und in dem Zusammenhang haben wir uns dann eben nochmal die ganze Frage des Datenschutzes angeschaut. Die Anklage, die Kritik lautete ja, über TikTok kann die chinesische Regierung an Nutzerinnendaten kommen und damit eben auch spionieren. Und dazu haben wir dann eben nochmal ziemlich viel recherchiert, waren auf einmal in dieser für uns dann eher absurden Situation, dass wir vor dem Hintergrund dieser ziemlich absurden Anschuldigungen dann eben zu einer Art Verteidigerin von TikTok wieder geworden sind, weil wir da eben dann richtig stellen mussten, die App saugt viele Daten, ja, und es gibt schon Möglichkeiten, es gäbe natürlich Möglichkeiten für die chinesische Regierung, da über verschiedene Hebel dranzukommen, aber die Art und Weise, wie Trump das im Wahlkampf instrumentalisiert hat, das Thema war natürlich völlig überzogen und entsprach überhaupt nicht der Realität oder irgendwelchen Fakten. Und man sieht es ja jetzt auch daran, also alle Klagen, alle Dekrete, die er eben versucht hat, gegen TikTok abzufeuern, um die App eben möglicherweise verbieten zu lassen oder dann eben einen Verkauf zu erzwingen, sind ja jetzt auch im Sand verlaufen zum Ende des Jahres. Ja, gut, Chris, dann bedanke ich mich bei dir, auch für die technischen Probleme. Sorry, beim nächsten Mal. Leute, spendet vielleicht einfach für besseres Equipment. Wir können spendet wieder spenden. Spendet für neue Festplatten für Ole. Genau, super. Chris, danke und bis bald. Ein Dauerbrenner darf natürlich auch nicht fehlen im netzpolitischen Jahresrückblick 2020, und zwar das Thema Breitbandausbau. Ein Thema, das uns natürlich auch in diesem Jahr bewegt hat. Er rollt ja endlich an, der Breitbandausbau, wenn wir unserem Infrastrukturminister glauben dürfen, so wie im Jahr 2019 er auch schon angelaufen ist und im Jahr 2018, 2017 und er sicherlich auch im Jahr 2021 so richtig losgehen wird, der Breitbandausbau.
Ich spare mir an dieser Stelle jetzt mal das Ziehen einer Parallele zur Corona-Pandemie, hoffe, das ist nicht notwendig. Und stattdessen gehen wir lieber der Sache live auf den Grund. Wir haben nämlich einen Außenreporter losgeschickt auf Feldexpeditionen nach Brandenburg. Unser Breitbandexperte Thomas Rudel ist unterwegs in Brandenburg und wird uns jetzt live berichten von der Ausbausituation. Thomas, wie ist die Lage? Naja, also ich meine, es kommt schon ein bisschen was voran, aber man muss noch sagen, dass es da ganz schön viele Funklöcher gibt hier. Thomas? Ja. Da scheint es ein Verbindungsproblem zu geben mit unserem Breitbandkorrespondenten Thomas Rudel in Brandenburg. Ich befürchte, die Verbindung ist abgebrochen. Vielleicht haben wir Glück und er kann sich nochmal an einen anderen Ort bewegen und hat dort mehr Glück und wir kriegen ihn nochmal wieder rein in die Sendung. An dieser Stelle müssen wir erstmal kurz abbrechen und weitermachen mit der Werbung. Wenn ihr euch mal gefragt habt, wie ihr unsere Nachrichten, unsere neuen Artikel am besten verfolgen könnt, dann bieten wir euch verschiedene Angebote auf verschiedenen Kanälen an. Ältere Menschen kennen vielleicht noch die RSS-Feeds, aber immer mehr Menschen wollen auch per E-Mail Informationen erhalten. Unser netzpolitischer Wochenrückblick informiert schon seit Jahren immer am Freitagnachmittag darüber, welche Inhalte wir im Laufe der Woche bei uns veröffentlicht haben. Und der wochentägliche Bits-Newsletter informiert darüber, was täglich passiert ist bei uns, aber auch, was für spannenden Links wir im Netz gesammelt haben. Beide Newsletter sind kostenlos erhältlich unter netzpolitik.org/newsletter. 2 zum Preis von einem ab heute. Jetzt abonnieren und glücklich werden. Danke. Machen wir weiter mit dem nächsten Beitrag. Wir kommen zu einem Kollegen, der in Brüssel nur noch als der Journalist vor dem leeren Bücherregal bekannt ist. Alexander Fanter ist unser EU-Korrespondent und womöglich der einzige Journalist in Brüssel, der nicht alle Themen von Agrarpolitik bis zur Finanzwende abdecken muss, sondern sich einzig und allein in netzpolitische Themen verbeißen kann. In der nächsten Matz spricht er über das erste volle Amtsjahr der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, über die womöglich größte Lobbyschlacht der kommenden Jahre und natürlich über Brüssel im Lockdown. Thank you. We move to Alexander Fanta. Alexander. Hey. Alexander. Try again. Alexander Fanta again. With. Yeah. Ah. Yeah. That's good. Go ahead. But that's refreshing with an empty shelf. Usually you send all their books. It's a critique on modern capitalism. Hello. Ich bin Alexander Fanta. Ich möchte euch begrüßen aus dem Brüssel schon legendären weißen leeren Bücherregal. Einige EU-Politiker wissen schon, wenn das jetzt weiße leere Bücherregal auftaucht, gibt es gleich unangenehme Fragen über Ende-zu-Ende-Verschlüsselung oder über Upload-Filter oder über andere Reizthemen. Ja, das letzte Jahr war herausfordernd als Brüssel-Korrespondent, eben weil statt Rat, Kommission und Parlament gab es eben einfach nur ein leeres Bücherregal. Aber trotzdem war es eigentlich ein relativ spannendes und ein relativ breites Jahr von den Themen her. Und ich möchte heute ein bisschen was erzählen, über was ich so getrieben habe in Brüssel und mich auch nochmal bedanken für die Unterstützung von unseren vielen Spenderinnen und Spender, die das möglich gemacht haben. Also es ist jetzt ziemlich genau ein Jahr her, dass Ursula von der Leyen Kommissionschefin ist. Langjährige Leserinnen von Netzpolitik.org kennen sie ja noch als Zensursula. Jetzt hat sie ihre Ambitionen gesteigert und ist eben EU-Chefin. Und dazu passend, wofür man sie in Deutschland kennt, hat die EU-Kommission in diesem Jahr auch an einer ganzen Reihe von Gesetzen gearbeitet, die die Überwachungsmöglichkeiten der Behörden ausweiten. Erst vergangene Woche hat die Kommission mit den EU-Staaten und dem Parlament auf eine Verordnung gegen Terrorinhalte geeinigt. Also EU-Behörden dürfen dann jetzt Facebook und YouTube anordnen, echte oder angebliche Propaganda von Terroristen binnen einer Stunde zu löschen. Es gibt aber auch andere Beispiele, also die Diskussion um Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und
und ob die Frage, ob Strafverfolgungsbehörden da Zugriff und eine Hintertür halten sollen, die beschäftigt uns weiter. Hier werden wir natürlich weiterhin den Finger in die Wunde legen und darauf drängen, dass wir da genaueres über die Pläne erfahren. Immerhin gab es in diesem Jahr auch einige Fortschritte. Der Europäische Gerichtshof hat das Privacy Shield kaputt gehauen, den Rechtsrahmen, mit dem Firmen wie Facebook unsere Daten in die USA transferieren, damit sie dann dort von Geheimdiensten abgeschnorchelt werden können. Und das Gericht hat kurze Zeit später auch nochmal nachgelegt und auf eine Klage hin klargestellt, dass Vorratsdatenspeicherung durch Geheimdienste klar verboten ist. Das ändert aber nichts daran, dass die Kommission und der Rat weiterhin an neuen Maßnahmen schrauben. Da gilt es, wachsam zu sein, und wir werden da wie immer dranbleiben. Ja, wie schon vorhin erwähnt, die Pandemie hat uns ziemlich verändert. Das ganze Jahr über war im Europaviertel quasi tote Hose. Im Parlament hat auch nur Minimalbetrieb geherrscht. Und auch für mich war es deswegen herausfordernd, weil wo man früher mal Quellen und alle möglichen Leute einfach mal auf eine Karte getroffen hat, war jetzt die Tagesordnung die, dass man geschaut hat, ah, wen kann ich mal da eine Nachricht schreiben, wo kann ich da mal mit jemandem kurz videotelefonieren. Es war eben herausfordernd. Das herausfordernd war es natürlich auch für die EU-Behörden selber. Am Anfang der Pandemie hat man gemerkt, es gibt eigentlich kein EU-weit einheitliches Kommunikationssystem für Behörden, nicht einmal innerhalb der EU-Institutionen gibt es ein einheitliches System. Die einen haben Webex, die anderen haben Teams, die anderen verwenden Skype oder was auch immer. Also es ist schon schwierig. Und auch mit der IT-Sicherheit hat es die Union nicht so recht her. Das hat zuletzt etwa der Hack auf die EU-Medikamentenbehörde gezeigt, wo dann Daten über einen Corona-Impfstoff abgelauscht wurden. Was so ein bisschen ein Motto war, das sich durch das Jahr durchgezogen hat, ist, also es gab dann virtuelle Pressekonferenzen statt echten Pressekonferenzen. Leider ist es halt bei solchen virtuellen Pressekonferenzen dann doch leichter, Fragen auszuweichen, als es bisher möglich war. Auf der anderen Seite, sagen, sind auch positive neue Gesetzesinitiativen vorgestellt worden. Erst vor ein paar Tagen hat die Kommission das digitale Dienstegesetz und das digitale Märktegesetz vorgestellt. Damit möchte die Kommission große Konzerne wie Google, Amazon, Microsoft, Apple und so weiter in die Schranken weisen und eben neue Regeln festlegen, wie digitale Märkte und digitale Dienste funktionieren sollen. Ich habe darüber von vorne bis hinten berichtet in diesem Jahr, auch schon einiges zusammengetragen über Lobbying von den Konzernen gegen dieses Gesetz. Und nach allem, was darauf hindeutet, wird in Brüssel, werden in Brüssel diese digitalen Dienste und digitalen Märkte in den kommenden Monaten und Jahren die nächste große Lobbyschlacht sein, wo viele, viele wichtige Fragen rund um Netzpolitik und Digitalisierung und Überwachung mitverhandelt werden. Da freue ich mich schon darauf, auch im nächsten Jahr daran arbeiten zu können. Ich habe natürlich auch in diesem Jahr viel investigativ recherchieren können. Das hat mich auch gefreut. Ich mache hier natürlich immer viel mit Informationsfreiheitsanfragen. Also ein Beispiel war da, dass ich eine Geschichte gemacht habe über diesen Kommissionsbeamten, der zuerst der Head of Markets war bei der Abteilung der Kommission, die sich mit Telekom beschäftigt und dann auf einmal als Lobbyist zu Vodafone gewechselt ist. Ich habe da zeigen können, dass er seine Ex-Kollegen lobbyiert hat und dabei vermutlich auch EU-Regeln gebrochen hat. Das konnte ich eben mit Dokumenten aus Informationsfreiheitsanfragen zeigen. Die Kommission wollte dann einige wichtige Dokumente nicht herausrücken, beziehungsweise wollte sie nicht entschwärzen. Ich habe dann den Fall auch vor den EU-Ombudsmann gebracht und der hat nun erst vor kurzem ein Fehlverhalten der Kommission festgestellt. Also immerhin gibt es dann auch solche Geschichten in der eigenen Arbeit, wo man ein Stück weit was machen kann. Im September konnte ich sogar noch eine physische Recherche machen. Ich war in Lüttich im Osten Belgiens und habe mir angesehen, wie der chinesische Handelskonzern Alibaba seinen Europastützpunkt aufbaut und den örtlichen Flughafen zu einem der größten Frachtflughäfen in Europa macht. Da habe ich mit Aktivisten geredet, die Alibabas Expansionspläne unbedingt verhindern wollen.
Das war auch spannend. Genau, jetzt ein paar Beispiele erwähnt. Ich könnte jetzt wahrscheinlich noch lange weiterreden, aber ich würde einfach jetzt mal damit schließen zu sagen, es war ein herausforderndes und spannendes Jahr. Ich freue mich sehr auf auch über die großen Änderungen zu berichten, die im nächsten Jahr plant. Und ich hoffe, dass ihr uns weiterhin unterstützt und unsere Arbeit auch in Brüssel, auch bei der EU möglich macht. Danke euch. Was haben das Coronavirus und Hintertüren zu verschlüsselter Kommunikation gemeinsam? Manche wollen es nicht wahrhaben, aber sie gefährden uns alle. Und damit sind wir eigentlich schon mittendrin in zwei netzpolitischen Debatten, die das Jahr 2020 geprägt haben. Ich freue mich sehr, dass unser Gründer Markus Becketal jetzt einen Überblick gibt über die wichtigsten netzpolitischen Themen des Jahres. Corona in der Nutshell. Warn-Apps, Polizeilisten, Desinformation und analoges Bildungssystem. Die netzpolitischen Auswirkungen der Corona-Pandemie waren selbstverständlich ein großes Thema bei uns. Wir haben die Entwicklung der Corona-Warn-App und die Debatte darum die ganze Zeit eng verfolgt. Auch wenn wir irgendwann müde davon wurden, wenn alte weiße Männer mit viel Meinung, aber wenig technischer Ahnung in Talkshows über den vermeintlich störenden Datenschutz schimpfen. Wir haben aber auch Verbesserungsvorschläge gemacht, wie das System besser werden kann. Im Sommer gab es eine sehr umfangreiche FAQ zu dem Thema. Das Anlegen von Listen wurde zum Besuchen von Restaurants und Bars zu einem Volkssport. Polizeibehörden fanden das als Ermittlungsinstrument spannend, wir nicht. Mit den ersten Ausgangsbeschränkungen im Frühjahr wurde auch Licht auf die verschleppte Digitalisierung des Bildungssystems geworfen. Viele Eltern und Schülerinnen sind immer noch traumatisiert von den Erfahrungen und freuen sich schon auf die kommenden Wochen Homeschooling. Es gibt aber Hoffnung. Wir haben viele engagierte zivilgesellschaftliche Initiativen vorgestellt, die datenschutzfreundliche Videoplattformen auf Basis von freier Software betreiben und die funktionieren auch. Viele Versprechungen wurden von der Politik gemacht und vielleicht gibt es zum Ende dieser Pandemie etwas mehr Digitalisierung an unseren Schulen. Vielleicht auch erst nach der nächsten Pandemie. Wir werden alle zwangsverchippt. Was letztes Jahr noch fast lustig war, wurde dieses Jahr tierischer Ernst. Zumindest in Teilen der Gesellschaft und befeuert durch die Mechanismen der Plattformen wie YouTube, Telegram und Facebook. Wir haben sehr viel zum Thema Verschwörungsmythen erklärt und recherchiert. Wir wissen immer noch nicht, wie viel Geld bei einigen Verschwörungsunternehmern landen, haben aber das System verstanden und nehmen uns für die nächste Pandemie vor, damit da auch mal richtig reich zu werden. Fast schon ein Klassiker war, was tun, wenn deine Eltern an Verschwörungsmythen glauben? Noch viel mehr Überwachung wagen. Wir hatten ja schon Ende des letzten Jahres befürchtet, die Realität wurde aber noch schlimmer als gedacht. Auch die aktuelle Große Koalition nutzt die Ziellinie dieser Legislaturperiode, um möglichst viele Überwachungsgesetze auf den Weg zu bringen und frühere Rekordergebnisse noch zu toppen. Das BND-Gesetz wurde für in Teilen verfassungswidrig erklärt und es kommt sofort wieder mit nicht weniger Überwachung. Staatstrojaner gibt es bald für jede Behörde, dafür aber auch Razzien bei Staatstrojaner-Anbietern. Das ist wenigstens eine erfreuliche Entwicklung. Verschlüsselte Kommunikation soll Hintertüren bekommen, so zumindest der Wunsch unseres Innenministeriums, das diese Idee auch im Rahmen der EU-Ratspräsidentschaft weiterverfolgt hat. Die Vorratsdatenspeicherung bleibt ein netzpolitischer Zombie, der ständig wieder auftaucht, auch wenn sie ständig zum Glück für illegal erklärt wird. Selbst das IT-Sicherheitsgesetz bringt mehr Überwachung, wenn es denn irgendwann mal reformiert wird. Überhaupt sollen unsere Behörden auch viel mehr hacken dürfen, was als Hackback diskutiert wird. Es gibt neue Polizeigesetze mit mehr Überwachung, aber wenigstens Berlin zeigt, wie man es besser macht. Weniger Überwachung gibt es bei der Frage, wie geschützte Meldeadressen aus Polizeidatenbanken an Nazis gelangen konnten. Wir haben diese Debatte eng verfolgt und sprachen unter anderem mit der Kabarettistin Idil Beida in unserem Podcast über Bedrohungen, Hass und Rassismus in Polizei und Gesellschaft. Aber auch private Akteure bauen Überwachungsmöglichkeiten massiv aus, müssen aber manchmal auch nach unseren Recherchen die Europäische Union schnell verlassen, wie es das ehemalige polnische Gesichtserkennungsunternehmen PIM-EIS gemacht hat. Es fehlt aber leider immer noch ein Verbot von automatisierter Gesichtserkennung im öffentlichen Raum. Dafür werden wir kämpfen. Julian Assange sitzt immer noch im Gefängnis und wartet auf seine mögliche Auslieferung an die USA.
Was ihm vorgeworfen wird, könnte uns für andere Taten auch vorgeworfen werden. Was ihm vorgeworfen wird, ist falsch. Er sollte wieder freikommen. Augen auf der europäischen Ebene. In diesem Jahr lief sich die EU-Kommission warm und die europäische Ebene zeigte, dass dort die wichtigen Entscheidungen getroffen werden. Wir haben sehr eng die fast nicht vorhandene Debatte um die Verordnung gegen Terrorpropaganda verfolgt, mit der schnelle Reaktionszeiten für Webseitenbesitzerinnen und Uploadfilter zu erwarten waren. Bei einer so vagen Terrordefinition, dass auch legitimer Protest darunter fallen kann. Das Ergebnis ist auch dank unserer Berichterstattung nicht ganz so schlecht wie erwartet. Das ist wenigstens etwas Licht im Dunkeln in diesem Jahr. Max Schrems hat auch das Privacy Shield abgeschossen. Dafür hat die Werbeindustrie durch ihr Lobbying besseren Schutz von Verbraucherinnen gegen intransparentes Tracking im Netz im Rahmen der E-Privacy-Verordnung verhindert. Diese E-Privacy-Verordnung kann man mittlerweile auch als BER der Netzpolitik bezeichnen. Mitte Dezember erschien dann endlich mal der Gesetzentwurf für das digitale Dienstepaket, das wir schon im Sommer als Plattformgrundgesetz ankündigten und die bisherige Debatte abbildeten. Das wird die zentrale netzpolitische Debatte der kommenden 2 bis 3 Jahre sein, wenn nicht sogar in diesem Jahrzehnt. Wir werden auch den weiteren Verlauf des Gesetzesprozesses sehr ausführlich verfolgen, auch wenn wir dafür oft und häufig nach Brüssel oder Straßburg fahren müssen. Plattformen gewinnen an Macht. Und da wären wir auch schon beim nächsten Themenblock. Die großen Plattformen sind mit ihren Infrastrukturen in diesem Jahr noch mächtiger und größer geworden. Und viele negative Effekte der Digitalisierung haben mit den Mechanismen von Facebook, YouTube, Telegram und Co. zu tun. Wir haben belegt, dass TikTok durch Shadowbanning LGBTQ-Themen und politische Hashtags zensiert und dass die Plattform ihre eigenen Altersbeschränkungen nicht durchsetzt. Amazon wiederum empfiehlt penetrant den Kauf von Verschwörungsliteratur durch seine algorithmischen Entscheidungssysteme. Twitter, Facebook und YouTube und Co. taten sich im US-Wahlkampf schwer, mit den Lügen und Betrügereien von Donald Trump umzugehen. Wir haben genau verfolgt, wie Desinformation funktioniert und welche Strategien genutzt werden, sowie welche Maßnahmen die Plattformen dagegen treffen. Es gibt neue Kartellverfahren, die auch längst überfällig sind. Dass das Thema Desinformation in der realen Welt Auswirkungen hat, zeigte Anfang des Jahres das Attentat in Hanau, das befeuert wurde, auch aus dem Netz. Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz hat das Problem des Hass im Netzes bisher noch nicht zufriedenstellend gelöst. Ein Update sollte natürlich mehr Überwachungsmaßnahmen mit sich bringen, wurde aber vom Bundespräsidenten gestoppt. Von Urheberrechten, Netzsperren und Medienstaatsverträgen. In Deutschland trat etwas unbemerkt der Medienstaatsvertrag der Bundesländer in Kraft, der zu neuen Regeln bei der Inhaltregulierung führt. Was die konkreten Auswirkungen sind und wie dieser Medienstaatsvertrag interpretiert wird, wird sich noch zeigen müssen. Einige Medienanstalten knöpfen sich jetzt Pornoplattformen wegen mangelndem Jugendschutz vor und holen als mögliche Regulierungsmaßnahme die alten Netzsperren aus der Mottenkiste. Es gibt aber auch Alternativen dazu. Die Urheberrechtsreform soll an nationales Recht angepasst werden. Und selbstverständlich reden wir auch wieder über Uploadfilter, mit denen letztes Jahr niemand mehr etwas zu tun haben wollte. Dazu stehen derzeit sogar die klitzekleinen Ausnahmeregelungen für Mime und andere Alltagspraktiken vor dem Aus. Es läuft also genauso, wie wir und viele andere das im letzten Jahr pessimistisch vorausgesehen haben. Die Musikindustrie geht dafür mittlerweile auch wegen potenzieller Urheberrechtsverletzungen gegen freie Software vor. Aber auch Regierungen nutzen das Urheberrecht, um missliebige Berichterstattung auch in Deutschland löschen zu lassen, wie unsere Recherchen gezeigt haben. Der Breitbandausbau läuft weiterhin schleppend voran und die Bundesregierung hat ihr versprochenes Ziel für ein Recht auf Breitband im Jahre 2025 bereits aufgegeben. Dafür gibt es gleich mehrere Datenstrategien. Und mit der Registermodernisierung kommen wir den gläsernen Bürgerinnen auch etwas näher. Google betreibt weiter munter politisch-mediale Landschaftspflege, was wir in mehreren Artikeln im Rahmen unserer Recherchen zu Medienmäzen Google thematisiert haben. Wir haben dank Hartnäckigkeit und Informationsfreiheitsrechten Drehtürwechsel zwischen EU-Kommission und Lobbying aufgedeckt. Freifunk wird endlich gemeinnützig, gemeinwohlorientierter Journalismus leider noch nicht. Und generell fehlt weiterhin Rechtssicherheit für zivilgesellschaftliche Organisationen, die sich im Sinne der Demokratie engagieren. Was fehlt? Wir haben mit Riso über seine mediale Rolle gesprochen. Wir fanden Guerilla-Marketing für einen Drogenshop.
Wir haben über K-Pop-Stans berichtet, die US-Proteste im Netz aufgemischt haben. Und dieses Jahr war auch ganz besonders, weil wir noch nie so viele Drohungen erhalten haben, mit Anwälten gegen unsere kritische Berichterstattung vorzugehen. In Einzelfällen wurde das auch gemacht. Dank unserer engagierten Medienrechtsanwälte rund um Thorsten Feldmann haben wir das auch immer zurückschlagen können. Daher vielen Dank an sein Team. Hallo und herzlich willkommen im hochmodernen Podcasting-Studio von Netzpolitik.org. Mein Name ist Chris Köver und ich bin eine der Moderatorinnen des Netzpolitik-Podcasts. Wir produzieren zwei verschiedene Formate für euch. Das erste, Off the Record, ist der Podcast, in dem wir euch Einblick in die Hintergründe unserer Redaktion gewähren. Also wenn ihr euch dafür interessiert, wie bestimmte Recherchen abgelaufen sind oder gerne die Redaktionsmitglieder besser kennenlernen wollt, dann ist das der richtige Podcast für euch. Off the Record erscheint jeden ersten Samstag im Monat. Das zweite Format ist ein Interview-Podcast, in dem wir zu verschiedenen Schwerpunkten mit unterschiedlichen Gästen sprechen, über einen Zeitraum von ungefähr einer Stunde. Da könnt ihr euch vertieft mit dem Thema beschäftigen und das, was ihr sonst auf Netzpolitik lest, auch einfach mal im Audioformat hören. Beide Podcasts findet ihr entweder bei uns auf der Seite unter netzpolitik.org/podcast. Ihr könnt sie aber auch in allen gängigen Podcasts oder überall, wo ihr eure sonstigen Podcasts hört, auch einfach abonnieren. Wir freuen uns, wenn ihr uns zuhört und freuen uns auch über Themenvorschläge, Kritik und Lob zu den Formaten. Damit kommen wir so langsam aber sicher wirklich zum Ende unserer Sendung. Ihr seht es schon, der feierliche Teil des Abends beginnt. Wir zelebrieren die absurdesten Kommentare, die wir bekommen haben. Kommentarkultur im Netz ist ja ein Thema, das uns und viele andere Menschen sehr beschäftigt. Ein politisches Thema, wie auch umgehen damit. Wir haben unseren ganz eigenen Umgang damit gefunden. Netzpolitik.org freut sich, wir freuen uns, wir sind sehr stolz auf die Community, die wir haben, die Menschen, die uns seit Anfang an begleiten, die uns unterstützen, indem sie uns ihre Expertise im Netzwerk zur Verfügung stellen, indem sie Artikel für uns schreiben, die uns mit Spenden unterstützen. Vielen Dank nochmal, bitte spendet jetzt. Oder die uns Hinweise in verschlüsselten E-Mails schicken, die Menschen, die uns Kritik dalassen, die uns Lob dalassen, die uns Kommentare dalassen. Das meiste davon finden wir super, aber das ein oder andere Mal müssen wir auch die Stirn runzeln. Die allerschlimmsten Sachen löschen wir natürlich, aber den einen oder anderen Kommentar, das kreativste Trolling, wildeste Kritik, speichern wir uns dann doch ab, sammeln sie in einem Dokument und ja, zelebrieren sie in Form einer Lesung. Klassischerweise machen wir das auf unserer Netzpolitik-Konferenz. Die hat dieses Jahr leider nicht stattgefunden. Stattdessen geben wir dem nun hier den Raum. Und wir haben keine Kosten und Mühen gescheut. Unsere Kollegin Konstanze Kurz hat den Kamin angeschmissen, hat die besten Kommentare ausgedruckt, die absurdesten Kommentare und wird sie jetzt zum Besten geben. Damit kommen wir wirklich zum Ende der Sendung. Ich verabschiede mich an der Stelle schon mal, sage vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr dabei wart. Hat es euch gefallen? Hat es euch nicht gefallen? Hinterlasst doch mal einen Kommentar. Wenn er kreativ ist, dann kommt er sicherlich auch in die Lesung fürs nächste Jahr. Jetzt aber wirklich ab zu Konstanze. Bleibt gesund und kommt gut durch den Rest des Jahres. Herzlich willkommen zur Kommentarlesung von Netzpolitik.org aus unserer Kommentarredaktion. Wir haben 400 Seiten Kommentare. Bitte machen Sie sich darauf gefasst, dass sich die nachfolgenden Sendungen um mehrere Stunden verschieben. Netzpolitik.org ist gleich linkes Pack. Minus Denunzianten-Pack. Genau deshalb gibt es keine Spende für euch. Alle eure an sich guten Artikel, die sich auf den Schnüffelstaat beziehen, sind letztendlich fake. Die wahre Gesinnung ist tiefrot-grün. Die Mailadresse ist so lustig. Klimaleugner@. Okay. Hallo, Markus, du Bunttroll. Welch klägliches linkes Bäuerchen, über das die Plattforming von Andersdenkenden. Unser kleiner linksextremistischer, trostlos abgerichteter Markus kann nicht mal zwischen rechtsradikal und bürgerlich unterscheiden, ist wohl auch etwas viel verlangt bei einem nicht erkennbaren Bildungshintergrund.
Du bist ein kleiner Rotzlöffel, ein Pöbler, mehr nicht. Der letzte Kehricht auf diesem Planeten, der im Schutze der Meute hemmungslos hetzt. Ja, der ist eigentlich auch schön. Ich weiß, dass mein Kommentar für euch Schneeflöckchen nicht schön ist und geblockt wird, aber ihr bestätigt mir dann wenigstens, wie armselig ihr seid. Na, das ist doch auch mal schön. Au, oh, jetzt wird's kompliziert. Au. Oh. Babette meldet sich bei uns. So wie es aussieht beim Durchlesen der Artikel. Der Artikel ist nicht männlich, sondern der Singular im Nominativ. Die Artikel ist der Plural im Nominativ. Verwendet ihr angebliche geschlechtergerechte Sprache? Soll ich den Satz nochmal lesen? Der war bestimmt zu schwer für euch, oder? Den lese ich nochmal. Pass auf, das war ein Satz. So wie es aussieht beim Durchlesen der Artikel. Der Artikel ist nicht männlich, sondern der Singular im Nominativ. Die Artikel ist der Plural im Nominativ. Verwendet ihr angeblich geschlechtergerechte Sprache? Leider ist das nur eine Hilfe für die Durchsetzung politischer und ideologischer Ziele. Wie nur an dem kleinen Beispiel der Artikel, des Artikels, die Artikel zu sehen ist. Dieses Netzpolitik.org ist für mich die Vorstufe zu einer neuen Hitlerstaat. Ich habe 20 Jahre Heise gelesen, jetzt nicht mehr. Ich unterstütze keinen Verlag, der solchen Journalismus, wie Sie betreiben, unterstützt. Einfach widerlich. Natürlich mit die E. Entschuldigung. Oje. Oje, oje, oje. Ja. Lassen wir weg. Okay, wir kommen hier mal hin. Oh. Ah. KannInnen, MannInnen, DieseInnen, MWD, XYZ, SchwachsInnen, BleibenInnen, LassInnen. KannInnen, MannInnen, DieseInnen, MWD, XYZ, SchwachsInnen, BleibenInnen, LassInnen. Scheißseite hier werden also auch völlig berechtigte Anmerkungen, Ergänzungen und Links nicht veröffentlicht und entfernt, wenn sie den Mods nicht in den Kram passen. Mit den Regeln hat das jedenfalls nichts zu tun. Fuck you, ihr verfluchten Scheiß-Kriegstreiber. Ich wünsche euch von ganzem Herzen 2 Wochen lang. Fuck you, ihr verfluchten Scheißkriegstreiber. Ich wünsche euch vom ganzen Herzen 2 Wochen lang heftigsten Durchfall. Weil sie mich nicht pünktlich bezahlt haben, müssen sie jetzt doppelt so viel bezahlen. Ich gebe ihnen die letzten 72 Stunden, um die Zahlung zu tätigen, bevor ich ein Video mit ihrer Masturbation an alle ihre Freunde schicke. Was haben wir denn da noch Schönes? Ah, per Mail an Kontakt@. Sehr geehrte Frau PT Konstanze Kurz, ich weiß es noch nicht, warum ich Ihnen schreibe. Mein innerliches Gefühl sagt mir aber, schreibe ihr mit freundlichen Grüßen, Milosch D. Persönlich. Und wieder so eine unnötige NGO. Spenden geht arbeiten. Mail mit CC an Junge Freiheit, PI News und Journalisten Watch. Linksgrün durchseuchte virale Lügenpropaganda. Mit einem neuen Jugendportal will die rechte Szene Anhängerinnen ködern? Echt jetzt? Deutsche Patrioten benutzen keine verweiblichten, verschwulten Genderbegriffe aller Anhängerinnen. Kümmert euch lieber um die verbrecherische Bolschewiki-Antifa. Linksgrün durchseuchte, zugekiffte, zugedröhnte Netzpolitik, Soros, Kastner, Kasaren, Bolschewiki, Sozialisten, Kommunisten, Trotzkisten, Maoisten, Gendergenossen, Gossen, Latrinen, Lumpen, Lügenpresse. Halt die Fresse, Dummpresse, Relotius-Presse, Framing-Presse, Fake-News-Presse. Okay, jetzt bin ich wirklich still. Corona ist ein Witz. Zu den Schäden, was ihr durch Mikrowellen eurer Smartphones abbekommt, die sich durch diese App nochmal verdoppelt. Die Krebserkrankung in naher Zukunft ist euch sicher viel Spaß. In Caps Lock natürlich. Großbuchstaben. Ja,
von Sabine K. Aufgrund eures im neuen diffamierenden Framing gehaltenen Beitrages über die dunklen Kanäle der dunklen Anti-Corona-Bewegung mit ihren dunklen Menschen, die Dunkles verbreiten und vorhaben, werden wir davon absehen, ever noch einmal einen einzigen Euro an euch zu spenden, was wir in der Vergangenheit leider getan haben. Wir sind keine Corona-Leugner. Es handelt sich nicht um eine Anti-Corona-Bewegung. Allein das Wort bezeugt Infantilität derer, die es erfunden haben. Es befinden sich nicht, wie von euch fälschlich verbreitet, Tausende von Extremisten in der Bewegung. Eine glatte journalistische Lüge. Auch für euch gilt der Pressekodex. Den würde ich nochmal an die Praktikanten weiterleiten zum Durchlesen und ganz ehrlich nochmal den Fake-Sturm zu thematisieren. Nach dem Motto, die Lüge ist dermaßen dämlich, dass nur noch weiter Lügen geht, bis ins unermesslich awkwarde verzerrt. Kleiner Tipp von mir, damit bewirkt ihr, dass der letzte Depp checkt, dass hier alles Mögliche stattfindet. Bloß nicht die Wahrheit, wie blöde soll man sein? Etwa ein Satz. Guten Tag. Ich habe Ihr Video "Jeder Arbeitgeber haftet persönlich bei Schäden durch die Masken" auf YouTube gesehen. Wir haben kein solches Video. Von Kevin. Naja. Nun zum Spenden. Wie spendet man euch denn komplett anonym, wenn man nicht in Berlin wohnt und in Covid-19-Zeiten auch nicht allzu gerne einen Abstecher dorthin machen möchte? Ein Brief mit Schein? Viele? Jetzt sind wir am Ende unserer Kommentarlesung und wir müssen unbedingt was hinzufügen. Wir kriegen auch total viele ganz toll freundliche und konstruktive Kommentare und Mails. Das ist kein repräsentativer Ausschnitt. Tschüss.